das Ozean des Geldes. Jeder von uns ist damit drin, ob er will oder nicht. Jeder schwimmt irgendwo im Ozean herum und hat bestimmte Summen an Geld. Okay? Die meisten von uns, hier in Deutschland vor allem, leben eigentlich in dieser Stufe. Ja? Das heißt, die planschen hier im Weltmeer herum, im Geldmeer und sind dort unterwegs. Okay, das heißt, Handler, sie können atmen, ihnen geht es gut, sie können sich mal hier und da bestimmte Dinge leisten. Das sind die Personen, die sich einmal im Jahr einen Urlaub leisten können, sie können ihre Mieten bezahlen. Eigentlich so der Mittelstand, würde man jetzt so ungefähr sagen. Okay, sagen wir mal so diejenigen, die halt wirklich gut über die Runden kommen, die in Ordnung verdienen, die ihre Familie versorgen können. So, das sind die Personen. Dann gibt es natürlich auch die Personen, die investiert haben, die Kapital aufgebaut haben. Okay? So, das sind diejenigen, die haben sich jetzt irgendwie ein Schiff, ein Frachter oder sonst was gebaut, ja? Das heißt, sie sind wirklich so die Upper Class und die können hier von oben herab quasi auch noch mehr finanzieren, sich noch mehr leisten, sich noch mehr gönnen, können mehr spenden, mehr helfen, etc., was auch immer, in welcher Dimension sie leben. Das heißt aber auf jeden Fall sind das die Personen, die haben mehr Kapital zur Verfügung, sind wohlhabender. Okay? Auf der anderen Seite gibt es jetzt aber auch die Personen, und das ist eine Gefahr, die da ist, die runterstürzen. Und die hier unten am Absaufen sind. Das sind diejenigen, die Schulden haben, das sind diejenigen, die Probleme mit Finanzamt haben, was auch immer. Okay, das heißt, es gibt leider die Personen auch, die hier unten sind. So, und das müssen wir uns mal wirklich vorstellen. Es geht natürlich immer nur nach oben oder nach unten. Es gibt nur diese zwei Richtungen im Meer. Okay, du kannst nirgendwo anders hin. Das heißt jetzt Folgendes. Diejenigen, die hier unten sind, haben wir sowieso schon Probleme. Die haben schon gespürt, dass irgendwas nicht funktioniert. Das heißt, bei denen müsste ein Wake-up-Call eigentlich sein, dass sie wissen, ich muss was ändern. Meistens ist es aber so, diejenigen, die Schulden haben, was machen sie? Sie sehen nur die Oberfläche. Sie wollen nur so schnell wie möglich Geld verdienen. So schnell wie möglich Geld verdienen, damit sie wieder atmen können. Das heißt, sie wollen raus aus den Schulden. Das ist ein wichtiges Phänomen, was man hier beschreiben muss. Denn diejenigen, die in den Schulden sind, die Schuldenberge haben, das Ziel von denen ist es nicht, ein Schiff zu haben. Das ist nicht das Ziel, sondern das Ziel von denen ist, hier zu den Menschen zu kommen, die sowieso schon auf Null gepolt sind. Und auf Null gepolt, diese Menschen hier, die laufen auch Gefahr. Warum? Sie sind denen nämlich sehr, sehr nah, wenn sie diesen Lebensstil weiter immer fortführen möchten. Wir sehen das jetzt gerade. Rezession steht vor der Tür oder sind schon mittendrin, je nachdem, wie man das auslegt. Wir haben ein Problem. Wir haben ein Problem mit unseren Geldern. Das heißt, wir wissen morgen übermorgen nicht, wo wir sind. Es muss jetzt nur eine riesige Welle kommen. Ja? Diese riesige Welle kann Energie oder Nachzahlung für Gaskosten sein, für Strom etc. Das heißt, wir haben hier ein Riesenproblem. Sobald diese Welle kommt, wird diese Person zu der hier werden. Warum? Weil sie das Geld gar nicht hat. Sie hat das nicht angespart, sie hat es nicht aufgebaut. Und diese Geldwellen, diese Schuldenwellen, diese Kostenwellen, die werden immer und immer wieder auf dich zukommen. Es gibt nicht nur eine Welle, es gibt mal kleine Wellen, ja, es gibt mal kleinere Wellen. Und dann gibt es aber auch noch die größere Wellen, die du noch gar nicht sehen kannst. Und diese Gefahr ist immer da. Das heißt, das Leben wird dir immer irgendwelche Wellen mitbringen. Das heißt, auf diesem Ozean wird es nicht immer nur ruhig bleiben und Friede vor der Eierkuchen. Es wird immer irgendwelche Anschläge auf dich geben von diesen Wellen, die dich dann runterziehen wollen. Und darauf musst du dich vorbereiten. Und diejenigen, die am besten vorbereitet sind, sind natürlich diese Personen. Ja? Es kann natürlich auch sein, dass hier das Schiff mal kaputt geht. Es kann auch sein, dass sie vielleicht ein kleineres Schiff runtergehen müssen, aber sie haben immer noch irgendwelche Rettungsboote hier an der Seite. Okay, sie haben hier noch diese kleinen Schlauchboote, kennen die, ja, haben sie noch mit dabei. Das heißt, sie können immer noch sich retten und diejenigen, die schon mal hier waren, die schon was aufgebaut haben, sie wissen normalerweise auch, wie man wieder da zurückkommt. Bei Unternehmern merkt man das zum Beispiel. Ja? Wenn du einen Unternehmer hast, der war erfolgreich, plötzlich kam Corona-Krise, sie sind runtergefallen, sie werden da sehr wahrscheinlich wieder zurückkommen, weil sie wissen, wie die Systeme funktionieren. Und das ist ganz, ganz wichtig zu wissen. Egal, wo du dich jetzt gerade befindest, ruh dich niemals aus. Wenn du hier unten bist, bitte nicht nur darauf schauen, dass du an die Oberfläche kommst, nur um zu atmen, weil das wird dir nicht langfristig helfen. Du wirst nämlich so wie diese Person sehr wahrscheinlich runtergezogen werden. Das heißt, versuch doch gleich sofort ein höheres Ziel zu setzen. Bau die Schulden ab. Islamisch gehen sowieso wichtig. Aber fang auch gleichzeitig an, dir in deinen Charakter, in deinen finanziellen Charakter reinzupacken, dass du sagst, ich packe jetzt noch mehr Geld obendrauf und spare auch noch etwas zur Seite. Egal, fang mit 50 Euro an, 70 Euro, 100 Euro, 200 Euro, was auch immer du hast. Nimm dir das Geld weg. Das ist ein ganz entscheidender Faktor, wie ihr mit Geld umgeht, denn ihr befindet euch auch in diesem Ozean. Die Frage ist nur, wo bist du gerade und wo willst du hin? Beziehungsweise, wo willst du auf jeden Fall nicht hin? Du.
Buche jetzt direkt deinen Termin zum kostenlosen Halal-Check über den Terminkalender. Wir freuen uns auf dich.